Ja, liebe Medienvertreter, liebe Gäste in VIP-Räumen, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem 25. Spieltag, an dem der SSV Jahn gegen Stuttgart 2 vor 2789 Zuschauern mit 4:1 gewonnen hat. Ich begrüße bei mir auch die beiden Cheftrainer, Jürgen Kramny und Christian Brandt, und übergebe das Wort zum Spiel oder das erste Wort zum Spiel dem Gästetrainer. Herr Kramny, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg in Regensburg. Ich denke, die erste Halbzeit war offen. Ich denke, Regensburg hat etwas besser ins Spiel gefunden. Ich denke, so nach 20, 25 Minuten haben wir uns da auch nach dem 0-1 mit der Reaktion direkt das 1-1 gemacht und dann eben auch, denke ich, fußballerisch Akzente setzen können. Haben, denke ich, auch die Gegner von uns im Tor weghalten können. Waren selber gefährlich, hatten vor der Halbzeit nochmal eine riesen Standardsituation. Und dann Ginczek den Ball dann auf der Linie klärt. Hat sicherlich auch ein Tor sein können vor der Halbzeit, das ist gut getan. Haben in der Halbzeit gesagt, dass wir etwas zielstrebiger nach vorne spielen müssen. Das ist uns aber überhaupt nicht mehr gelungen in der zweiten Halbzeit. Regensburg hat permanent Druck gemacht, hat uns, ja, unser Verhalten war nicht mehr bissig genug. Ich denke, der Gegner wollte den Sieg heute unbedingt haben, hat dann den Elfmeter gekriegt, den haben wir noch pariert. Auch kurz Zeit später eine Standardsituation nicht verteidigt, 2-1. Und dann eben geöffnet, 3-1, 4-1. Ergebnis natürlich dann schon sehr hoch, aber der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit natürlich auch verdient. Für uns ja, war es also auch sicherlich nicht normal, dass man 3 Elfmeter gegen sich bekommt in einem Spiel. Das ist sicherlich, muss ich mir die Situation nochmal anschauen. Zu ändern ist es nicht mehr, aber was für Verhalten das die Spieler an den Tag gelegt haben, beziehungsweise war mal der Linienrichter dann entschieden. Also, das ist keine Entschuldigung, sondern muss man es natürlich nochmal anschauen. Und ansonsten ja, müssen wir einfach bissiger sein. Ja, einfach mehr dagegen halten, dann auch in den entscheidenden Phasen. Der Gegner war ganz klar, war im Aufwind, hat jetzt 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, haben 1-1 auswärts entgegengespielt, haben gedacht, okay, in der zweiten Halbzeit ein bisschen locker hier verteidigen und dann ab und zu mal umschalten, können wir was holen hier. Und das war nicht möglich. Und ich hoffe, dass meine Spieler daraus lernen aus diesem Spiel und dann im nächsten Heimspiel gegen Groß Asbach sind besser machen. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen Kramny. Krische, deine Zusammenfassung von den 90 Minuten heute? Ja, Jürgen hat das schon, glaube ich, ziemlich treffend analysiert. Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen und der Plan war natürlich, Stuttgart unter Druck zu setzen. Ich wusste, dass Stuttgart sehr, sehr gut ist. Also es ist eine wirklich technisch sehr, sehr gute Mannschaft und ich spiele guten Fußball. Und meine Jungs haben das gut umgesetzt. Wir haben sie früh gepresst, gut Druck gemacht. Das passte vom Pressingverhalten oft. Wir haben die richtige Mischung gefunden zwischen Pressing und auch wieder zurück in die Organisation. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Stuttgart hat schon in Kiel nach dem Rückstand sofort reagiert und ein Tor erzielt. Und heute war es genauso. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Das haben wir leider nicht geschafft. Ich glaube, wir waren über 90 Minuten gesehen das aktivere Team. Und wir waren auch, glaube ich, die Mannschaft, die den Sieg mehr wollte. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal Kräfte freigelegt. Und Kompliment, wenn man einen Elfmeter zu Hause verschießt, unter Druck ist und Tabellenletzter ist und trotzdem weiter so spielt, das ist wirklich eine richtig gute Leistung. Und klar, ich kann zu den Elfmetern selber nichts sagen. Ich kann nicht sagen, ob es ein Foul war oder nicht. Das sieht man von unserer Warte natürlich überhaupt nicht. Aber wir sind in die Situation gekommen, wo wir den Schiedsrichter ja, gezwungen haben, was zu machen, oder den Linienrichter. Wir waren in der Box, wir waren im Slot mit vielen Spielern. Wir haben immer wieder gepresst, immer wieder Druck gemacht und wurden dafür belohnt. Und ich glaube, letztendlich war dann der Sieg okay. Wir haben es clever gespielt nach dem 2-1, haben den Gegner dann kommen lassen, haben die Konter gut gespielt. Der letzte Pass kam dann sauberer als noch in der ersten Halbzeit. Ja, dann kommt so ein Ergebnis zustande und darüber sind wir natürlich sehr froh. Vielen Dank, Christian Brandt. Dann bitte ich um die Fragen der Journalisten und um kurzes Handzeichen. Dann reichen wir das Handmikro und den Anfang machen wir wie immer bei Heinz Reinwalder von der MZ. Christian, was hast du deiner Mannschaft zur Pause gesagt? Nach dem 1-1 war ein bisschen Druck in eurem Spiel. Ich habe schon ein bisschen Bedenken gehabt. Was hast du jetzt ihnen zur Pause gesagt? Die waren nie aufgedreht. Na, also die Mannschaft ist ja total willig, schon die ganze Zeit. Sie arbeitet gut und sie möchte natürlich auch die Spiele für sich entscheiden, aber Fußball ist nicht so, dass man dann plötzlich 1-0, 2-0, 3-0 führt und das Spiel in 45 Minuten entscheidet. Und das habe ich Ihnen auch gesagt. Und es war in der Halbzeit war einfach eine Stimmung, wo ich gedacht habe, ey, was ist hier los? Es war mucksmäuschenstill und ich hab sie gefragt, ja, was ist hier, Jungs, hören wir jetzt auf zu spielen, weil es 1-1 steht? Oder was ist jetzt die Message?
Und ich habe ihnen gesagt, wir brauchen Geduld, der Gegner ist gut und wir werden unsere Chancen bekommen. Wir haben richtig viel Power, wir haben richtig Kraft, dafür haben wir gearbeitet in der Vorbereitung. Dann habe ich gemerkt, schon in der Halbzeit, dass nochmal ein Ruck durch die Mannschaft ging und ich wollte einfach viel, viel mehr leben und das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit dann sehr, sehr gut umgesetzt und hatten die nötige Geduld, um das durchzuspielen. Beim zweiten Elfmeter war das so abgesprochen, dass der Hofrat dann den schießt oder ist auch Osman und Hofrat selbst sich geeinigt? Ja, offensichtlich haben die sich selbst geeinigt. Also ich leg da, von dir ist keine Anweisung gekommen. Die Jungs sind Profis und ich weiß, dass der Ayers der erste Schütze normalerweise ist und der hat sich da vielleicht in dem Moment nicht so gut gefühlt oder der Masse hat gesagt, komm, ich schieße den. Das ist in ihrem Verantwortungsbereich und das ist schon in Ordnung so. Beim 1:1 Ausgleich hat der Mann auf dem zweiten Pfosten gefehlt. So eine ähnliche Szene hat sich dann im ersten Durchgang nochmal dargestellt. Ist da jemand eingeteilt auf dem zweiten Pfosten? Ja, normal haben wir da eine klare Einteilung. Okay. Herzlichen Dank. Gerne. Danke, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch die Ergebnisse der Parallelspiele für Sie. Wien-Wiesbaden verliert gegen Cottbus mit 1:2. Chemnitz und die Stuttgarter Kickers trennen sich 1:1 unentschieden. Halle schlägt Unterhaching mit 2:1. Groß Asbach und Hansa Rostock trennen sich 1:1 unentschieden. Kiel schlägt Dresden mit 1:0 und Rot-Weiß Erfurt schlägt Münster mit 1:0. Unser nächstes Spiel ist nächsten Samstag in Cottbus und in 2 Wochen sehen wir uns wieder hier gegen Dynamo Dresden. Ich bedanke mich für das Interesse, für die Aufmerksamkeit und wünsche den Gästen natürlich trotzdem eine gute Heimreise.